Hallo, hier ist der Flocki. Heute ist der 20.04.2018 und ich möchte heute mal meinen neuen Trangia-Brenner ausprobieren. Los geht's. Ja, zu Ostern habe ich mir den bestellt. Fast schon wieder 3 Wochen her. Und ja, gleich dieses lustige Untergestell hier. Ich weiß gar nicht, wie das bezeichnet wird genau. Wo man dann seinen Feldflaschenbecher draufstellen kann. Ja. Und ja, habe den jetzt noch im Originalbeutel. Unboxing mache ich jetzt nicht, die Box die liegt noch zu Hause. Ja. Hab den auch noch nicht gefüllt. Da ich jetzt mal machen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das Ding hier lösungsmittelresistent ist oder so. Kann ja sein. War natürlich nicht schlecht. Mal sehen, wie lange er hält. Ja, gucken wir mal. Ich glaube, den sollte man auch nicht ganz voll machen. Mal weg hier. Ist ja jetzt hier noch eine Zwischenwand drin, wo dann irgendwie der Spiritus reinläuft. Ja. Gucken wir mal. So. Will man nachfüllen. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch ein Stück runter geht oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich lasse ihn jetzt erstmal so. Man soll ihn ja auch nicht befüllen, wenn er an ist und noch heiß ist. Also da soll dann erst wieder befüllt werden, wenn er abgekühlt ist. Ja. Na gut. Jetzt werde ich nochmal probieren. Wenn ich den zuschraub, der dann dicht hält. Ja, weil mal irgendjemand gesagt hat, in irgendeinem Video habe ich schon mal gesehen, dass dann die Dichtung irgendwann mal nicht mehr richtig hält und da dann ausläuft. Ja, da hält, also auch noch neu. Na gut, will ich mal versuchen zu zünden. Wenn wir keine Minusgrade haben, brauche ich mir jetzt auch keine Sorgen zu machen, dass er nicht angeht. Angeblich auf minus 5 Grad, glaube ich, gibt es dann nochmal so eine Vorglühkralle, dass er dann richtig warm wird. Angeblich kann man auch einfach so Feuer drunter machen, dass sich der Spiritus ein bisschen verflüchtigt und dann, ja, dass er dann besser angeht. Also es brennen ja dann nur die Gase und nicht direkt die Flüssigkeit. Ja gut, angeblich kriegt man auch ganz gut mit dem Feuerstahl an. Wollen wir mal probieren. Hey, geht, er brennt. Also, Feuerstahl funktioniert auf jeden Fall. So, da braucht glaube ich so 1-2 Minuten, wenn er richtig eingebrannt ist. Aber die Wärme nutzen wir natürlich gleich aus. So, da halte ich mal lieber meine Handschuhe griffbereit, weil das wird ja bestimmt schöner heiß. So, gucken wir mal. Gezischt. So mache ich mal heute einen kleinen Eintopf. Ich habe mir schon mariniertes Hähnchenfleisch gekauft, einen kleinen geschnitten. Brauche ich eigentlich nur noch reinzuschmeißen. Wenn es dann rauskommt. Oh, jawohl. Nicht auf die Uhr geguckt. Wir haben es jetzt 7:30. Mal gucken, wenn es kocht. Irgendwie wie ein Gaskocher riecht es gerade. Ich habe gerade gemerkt, dass ich meine Brühwürfel immer wieder auffüllen muss. Jetzt nur noch die kleinen. Nochmal 3 kleine dran. Warum nicht? Gibt eine kräftige Brühe. Also ich habe hier gerade nochmal nachgeguckt und hier steht 5 cl denaturierter Spiritus, was auch immer denaturierter Spiritus ist. Also ich habe auf jeden Fall Spiritus
bringt 1 Liter Wasser innerhalb von 10 bis 15 Minuten zum Kochen. Eine Füllung des Spiritusbrenners maximal 2 Drittel. Der Höhe reicht für eine Brenndauer von ca. 25 Minuten. Okay, bis dahin werde ich ja wohl das Wasser zum Kochen gebracht haben. Mit Inhalt natürlich. Warten wir mal, jetzt haben wir es 5 nach halb, 8 und ja. Deckel drauf und los geht's. Also wenn man jetzt mal so guckt, umso höher man den Topf drüber macht, so heißt das natürlich auch die Flamme. Also wäre es da wahrscheinlich auch gar nicht mal schlecht, wenn man jetzt sogar die doppelte Höhe irgendwie hinkriegt. Wenn man sich da ein paar Steine drunter legt oder so, ist natürlich so viel schneller heiß, als wenn ich es jetzt so hier drauf stelle. Aber wenn das Teil hier unten so gebaut ist, warum nicht? Also es arbeitet wahrscheinlich gerade schön, das Metall. Es hüpft ein bisschen hin und her. Na, wurde ja auch noch nicht benutzt. Ist ja nagelneu. Ich bin mal gespannt. So, wir haben es jetzt kurz vor 3/4 und ich würze noch mal ein bisschen nach. Werbung. Es kocht noch nicht richtig, aber heiß ist es definitiv. Rühren wir den ganzen Spaß mal um. Das Fleisch ist schon weiß. Es ist 7:45 und es kocht. Wow. Brauche ich einen Deckel, glaube ich, nicht mehr. Jetzt könnte ich natürlich das Reduzierteil hier drauf machen. Aber ich glaube, das wird sehr heiß. Dann könnten Sie mal probieren. Lieber noch mal die Handschuhe an. Wenn jetzt die Pfoten verbrennen, dann ist es auf jeden Fall auf Video. Boah, wow, der macht Ballett. Mal gucken, ob das was bringt. Boah, heiß, 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 heiß. Oh, durch die Handschuhe. Edelstahl ist schnell heiß. Nehmen wir mal die Gabel. Uah, das war jetzt, ja. Jetzt rundherum was Brennbares gelegen hätte, hätte ich wahrscheinlich ein kleines Feuerchen entfacht, mehr als ich wollte. So, ja, Flamme reduziert. Weiter geht's. Ist auf jeden Fall auch zu empfehlen, das Reduzierteil drauf zu machen, wenn jetzt die Grundhitze erreicht ist, das Wasser kocht. Auch mit etwas kleinerer Flamme. Es köchelt weiter. Wie ich das dann auskriegen soll, wenn das Teil dann auch noch heiß ist, weiß ich nicht. Aber wir lassen es erst mal kochen. So, wir haben es 7:05. Und da will ich mal gucken. Es brodelt schön. Sehen, ob die Möhren durch sind. Ja, Essen fertig. Sehr schön. 20 Minuten. Ja, brennt immer noch. Schätze ich mal, die Füllung hält auch noch ein bisschen länger als die 25 Minuten, die angegeben sind. Ja, kann man essen. Jetzt wird es spannend. Jetzt muss ich den irgendwie wieder auskriegen. Und es ist alles heiß. So. Diesmal nehme ich gleich wieder meine Gabel, wenn ich sie denn finde. Ja. So, den stellen wir schon mal beiseite. Und aha, wie kriege ich den jetzt aus, ohne dass ich mir die Pfoten verbrenne? Das Ding mal runter machen, dass es jetzt heiß werden wird. Wow. Das ist jetzt ein Ding. Ah, oh, gleich ein Loch reingebrannt. Also den jetzt auszumachen ist gar nicht so einfach. Oder so.
Ha, geht. Ja, ja, geht vielleicht auch, ja, ohne Brandloch im Handschuh. Naja. Okay. Lassen wir mal auskühlen. Jetzt ist wahrscheinlich auch was vom Essen reingetropft, weil hier am Rand ist es ein bisschen rot. Und die Füllmenge hat ganz schön abgenommen. Also mit den 25 Minuten, das scheint so hinzukommen. So, da wollen wir mal gucken, ob man es essen kann. Heiß ist es auf jeden Fall. Martin, du guckst bestimmt wieder zu, heute ohne Odöber. Wunderbar. Heiß. Ja, mein Fazit zum Trangia. Hält, was er verspricht. Mit den zwei Drittel Befüllung kommt man so ja, eine halbe Stunde hin, schätze ich mal. Hatte ich jetzt nicht ganz eine halbe Stunde an. Weiß nicht, ob man es noch sieht, selbst wenn da jetzt ein Topf drauf tropft, er brennt tapfer weiter. Geht nicht aus und wird verdammt heiß, wie wir hier gesehen haben. Er brennt Löcher in Handschuhe. Ja, ich schätze mal, einen Ami-Fressnapf kriegt man da auch ganz gut mit erhitzt. Passt auch hier drauf. Habe ich jetzt noch nicht probiert, aber mache ich bestimmt noch. Ja, also wer jetzt nicht unbedingt Bock hat, ein größeres Feuer zu machen, um sich was zu kochen, da ist das Ding ideal. Wie ich ihn jetzt transportiere, wenn er befüllt ist, weiß ich noch nicht genau, weil das ist noch nicht abgewaschen und da mache ich den jetzt auch noch nicht unbedingt wieder rein. Ich glaube, den packe ich dann einfach mit hier unten in die Tasche. Muss ich noch probieren. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Wir haben ja keine Minusgrad, ich glaube ab minus 5 Grad gibt es auch noch irgend so eine Vorglühkralle, dass der erstmal vorglüht und dann richtig heiß wird, aber das schätze mal, wir haben jetzt Anfang, Mitte 20. Da ist jetzt noch nicht befüllt und wenn er befüllt ist, soll man ja, wenn man im Kochgeschirr aufbewahrt, ja, mal einen Plastikbeutel aufbewahren, weil auch zweimal aufbewahrt. Oh, mal gucken.